Lisa, was geht bei den Scouten Zirsen und auch sonst? Ja, Camille, es sind heute Matzen am Getümmelt, natürlich immer mit der Stunde, dass natürlich Schiederin hungrig ist, aber ihr schon etwas essen. Dafür sind wir schon mal heute bei Scout gegangen, wo es viel Gutes gibt, sogar etwas ziemlich Spezielles. Und zwar gehen wir ein bisschen an die Küche durchhören. Heute geht es Vierkel um Spieß. Die haben heute gedreht, ganz fleißig. Heute steht auch schon der Mann, den ich brauche, von den Ettelbrecker Scouten, den Herr Weinand. Die macht heute Vierkeln. Wie viel kriegt ihr da? Wir machen da 3-4 Jahre hier immer Vierkeln auf der Bauernausstellung. Gestern hatten wir da 4 Jahre an Haut aus der Lecht am Gange verschnitten zu gehen, vier effektiv heute die Leute zu bekästigen und zu bewerten. Okay, also ich denke mal, die Leute kriegen aber nicht unbedingt so serviert. Können wir da vielleicht wie so ein Kische Kuchen gehen? Und dann sehen wir, wie die da verschafft wird und bei den Leuten respektive tipp, wir gehen bis Hannen an Katakomben, nennen wir das mal. Nein, wir gehen hier ran. Oh, hier sind viel fleißig Leute. Aha, das gesagt schon anders aus, wie du baust. Was kriegt denn dann hier Gutes? Ja, hier kriegt ein hier eine Portion Vierkel mit gebotschten Grumpen mit Salat. Und die andere Möglichkeit, dass in die Kängzeit oder dann nicht will sitzen, die kriegt ein Brötchen, wo dann Kabels mit Vierkel an einer Sauce drauf ist, für mit auf der Wehzölle. Ulala, also mir lief Wasser bis am Mund zusammen. Klingt wirklich ganz, ganz, ganz gut. Wie viele Portionen gibt es von einem Vierkel? Das sind ungefähr 60 Portionen. Also insgesamt haben wir 200 bis 380 Portionen, können wir zeigen. Wenn du hast Vierkel vor, das können die Leute trotzdem noch über bei euch kommen. Wir haben noch nach Grillwurst, solange Vorrat reicht, wenn du schon ein paar Mal noch kriegst, das ist einfach Wahnsinn. Wahnsinnig viele Leute hier bei den Scouten. Kriegt ihr noch etwas Kleines zu trinken oder muss ich auch die Stere bei mir sein? Nein, auch die Stere ist noch nie. Nein, bei euch ist mir Bier, mir Limonade, mir Wasser, ein bisschen Pikant, vier andere Bier oder auch nach kleinen Hugo. Also das alles. Du, solange wir nach haben. Das hat ja den doch gerne. Kommt wirklich unbedingt hin, wenn ihr am Perzdorf seid. Auch ein bisschen schon Hungerhut. Hat gesagt, mega gut aus. Die hat ihre letzte Vierkel also am Gange präpariert. Sie geht von einem Vierkel gehen 60 Portionen. Also, hier kommen wir falls der Vierkel um Brötchen oder beim Teller wollt. Etwas zu trinken kriegt ihr natürlich auch dabei. Ich denke, Lomol, mein Kameramann am Isch. Wir werden das auch mal noch testen. Hey, freut sich schon. Dafür zurück und dich, Kamil. Ja, Lisa, wenn er etwas recht bleibt, du weißt ja, das ist ein Anti-Gaspi-Event, da bringt er mir auch noch ein Doggy-Bag mit.